Ich glaube, ich habe Wort halten können bis auf 3 Minuten. Wir haben nämlich gesagt, dass wir das akademische Viertel einhalten werden. Und so lange haben Sie wahrscheinlich draußen noch gewartet. Guten Abend, meine Damen und Herren. Seien Sie willkommen zum heutigen Vortragsabend. Das heißt Alexander von Humboldt in die heutige Naturwissenschaft. Dazu begrüße ich ganz herzlich zuallererst Herrn Professor Dr. Celal Şengör, unseren Ehrengast, der extra für diesen Vortrag aus der Türkei hier angereist ist zu uns. Ich begrüße auch namentlich Herrn Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler. Seien Sie willkommen. Herrn Bildungsattaché, der hat man mir noch nicht vorgestellt, da ist er. Guten Abend, Herr Dr. İsmail Demirbağ, der heute das Generalkonsulat der Türkei in Hannover hier vertritt. Und Herr Professor Jonas Klei, Sie habe ich im Internet gefunden, habe ich sofort erkannt. der hatte Herrn Professor Şengör abgeholt, den Vereinsvorsitzenden des Deutsch-Türkischen Akademikerbundes, Cenk Sancak, die ich namentlich begrüße, aber ansonsten alle Humboldtianer. Dass es sowas gibt, habe ich jetzt gelernt. Ich habe eine Menge gelernt für die Vorbereitung oder zur Vorbereitung dieses Abends. Und natürlich Sie alle wissens- und wissenschaftsdurstige Gäste. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind und für Ihre Neugierde. Und ich bedanke mich auch beim Gastgeber, beim Akademikerbund, dass ich hier Sie durch das Programm führen darf. Ist eine große Ehre für mich. Ich bin im Beirat dieses Bundes, dieses Vereins. Mein Name ist Suat Bakır. Ich bin geboren in der Türkei in Izmir, das an der Ägäis. Das ist schon ziemlich lange her. Ich bin mit 8 Jahren nach Berlin gekommen. Das werden Sie vielleicht im Laufe des Abends hören. Ich versuche natürlich öffentlich nicht zu Berlinern, aber irgendwann rutscht es doch durch. Nichtsdestotrotz mit 8 Jahren nach Berlin gekommen und lebe seit 49 Jahren dort. Ich habe in Berlin an der Technischen Uni Volkswirtschaft studiert. Bin verheiratet mit einer Berlinerin, bin seit 39 Jahren mit ihr zusammen und wir haben 3 erwachsene Kinder verschiedener Fakultäten, Mediziner, Juristen und Betriebswirtin. Und ich habe, wie Sie eben gehört haben, fast mein ganzes Leben in der Stadt verbracht, wo eben Alexander von Humboldt geboren wurde, 1769, und dort auch verstorben ist, 1859, also fast 90-jährig. Er war sozusagen geboren vor 250 Jahren. So hatten wir vergangenes Jahr, 2019, ein Jubiläumsjahr. Jedoch braucht Alexander von Humboldt, insbesondere in Berlin, also kein Jubiläumsjahr, um besonders geehrt oder gewürdigt zu werden. Wir haben die Humboldt-Universität in Berlin, wir haben Humboldt-Stiftung, wir haben Humboldt-Institut, Humboldt-Schulen, Humboldt-Straßen, Humboldt-Plätze und sehr viele Humboldt-Preise jedes Jahr. Aber die Bedeutung von Alexander von Humboldt weiß ich als Berliner natürlich. Aber ich wusste nicht, dass Alexander von Humboldt, ich will Ihnen nicht zuvorgreifen, Herr Professor, wusste nicht, dass er Namensgeber von sehr vielen Tieren, Tiergattungen war und auch von vielen Pflanzen und gar für Berge, also international, nicht nur in den Vereinigten Staaten besonders. Besonders in den Vereinigten Staaten, sagt der Professor, und gar in der Astronomie, ja, gibt es so einiges. Und die große Bedeutung von Humboldt habe ich sozusagen noch mehr in den vergangenen Tagen. Ich war in der Türkei eine Woche lang, da habe ich Zeit gehabt, um sie zu studieren und natürlich Humboldt zu studieren. Aber die Bedeutung habe ich erfahren. Aber ich möchte heute Abend natürlich etwas noch mehr erfahren, nämlich die Zusammenhänge von Humboldt zu den Naturwissenschaften heute, wie die Überschrift des heutigen Abends ja auch ist, und vielleicht zu den globalen Problemen, die wir aktuell haben, wie Schlagzeilen, wie das ist mal ein Wort, was ich im Deutschen nicht gut kann. Globale Erwärmung, sagen Sie einfach. Gut, danke. Ja, globale Erwärmung, Klimawandel, Ökologie, ja, und da der Zusammenhang zu den Kulturen. Aber bevor wir zu diesem Vortrag, und um meine auch meine Neugierde zu befriedigen, werden wir Grußworte hören, zuallererst von dem Vorsitzenden des Bundes, den ich seit einigen Jahren kenne, den ich in Berlin, Köln, Düsseldorf, in ganz Deutschland treffe und heute das erste Mal in Göttingen.
Er ist der Vorsitzende des Vereins, der auf der Homepage, also auf der ersten Seite im Internet, diesen Kanzlerspruch hat: Die Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird. Also der erste Kanzler hat das gesagt, das so viel kann ich verraten. Und der erste Kanzler war? Nicht Konrad Adenauer, genau, Bismarck war es. Also 1871 schon hat er gesagt, dass das Verhältnis so alt ist, dass es niemals zerbrechen wird. Und in diesem Sinne arbeitet auch im deutsch-türkischen Kontext und in der deutsch-türkischen Verständigung Herr Cenk Sancak sehr intensiv. Sie haben das Wort, Herr Sancak. Bitte schön. Ich für meinen Teil kann nur sagen, für mich und viele andere Menschen türkischer Herkunft symbolisiert Professor Şengör das Gesicht der modernen Wissenschaft in der Türkei. Es ist für uns eine große Ehre, eines der renommiertesten Wissenschaftler der Türkei heute als Gast unter uns begrüßen zu dürfen. Wir alle kennen Herrn Professor Şengör durch seine weitreichenden wissenschaftlichen Publikationen und durch die zahlreichen interessanten Talkshows. Auch die große Persönlichkeit von Alexander von Humboldt und seine unermüdliche Leidenschaft zur Wissenschaft ist für uns türkischen Studenten und Akademikern ein beispielloses Vorbild. Darüber hinaus kann ich vielleicht noch kurz verraten, dass wir Oktober oder November 2020 den Ex-Bundespräsidenten Herrn Christian Wulff für einen Vortrag in unserer Universität begrüßen werden. Wie ihr seht, haben wir auch dieses Jahr uns sehr viel vorgenommen. Man darf also gespannt sein. Zu guter Letzt auch ein großes Dankeschön an die DRK und an unseren Kooperationspartner, das Geowissenschaftliche Zentrum Göttingen, für die tolle Unterstützung. In diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen auf unseren weiteren Veranstaltungen und wünsche Ihnen einen informativen Abend. Ich heiße Sie nochmal alle herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Göttingen ist für mich die Unistadt in Niedersachsen und eines der renommiertesten Universitäten überhaupt ganz in Deutschland. Ich glaube, seit ungefähr 300 Jahren wird hier erfolgreich geforscht und gelehrt. Die Stadt selbst ist aber das, was ich gelernt habe jetzt, viel, viel älter. Man kann schriftlich, glaube ich, mehr als 1000 Jahre zusammenzählen. Und da es mitten in Deutschland liegt, es steckt natürlich auch sehr viel, viel Geschichte, europäische und deutsche Geschichte in dieser Stadt. Deswegen kann ich den Oberbürgermeister dieser Stadt nur gratulieren, der diese Stadt regieren darf, der auch damit die Wissenschaft, der Wissenschaft den Rahmen, die Infrastruktur zur Entfaltung gibt. Herr Oberbürgermeister, fast hätte ich regierende Oberbürgermeister gesagt. Herr Rolf-Georg Köhler, Sie haben das Wort. Vielen Dank für Ihr Kommen. Das mit dem Regieren ist so eine Sache. Hoher Bürgermeister, regieren nicht, sondern Sie sind zusammen mit Rat und Verwaltung sein Repräsentant und gleichzeitig Arbeitgeber für fast 3.500 Menschen. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Herr Sancak, Herr Professor Klei, Herr Professor Cenger, Herr Bildungsattaché, meine Damen und Herren. Göttingen ist die erste Universität Deutschlands der Aufklärung. Und wenn man sich in die Zeit von Alexander von Humboldt begibt, tauchen dann viele Namen auf. Das ist Lichtenberg, das ist Gauss, das ist Blumenbach. Es ist in Deutschland Goethe und Schiller. Es ist ein Bekannter von Alexander von Humboldt, Georg Forster. Auch dessen Sammlung finden Sie in Göttingen. Und vielleicht ist es nicht untypisch, dass Alexander von Humboldt, es müsste heute die Vetrina sein von der Vitrine in Frankfurt, nach Göttingen wechselt. Es ist mir eine Ehre, als Oberbürgermeister der Stadt Göttingen Sie heute zu dieser Veranstaltung Alexander von Humboldt und die heutige Naturwissenschaft begrüßen zu können, wobei der Titel für mich nicht komplett ist. Ich würde ihn formulieren, Alexander von Humboldt und die heutige Wissenschaft. Alexander von Humboldt, ein Name, bei dem Bilder vor dem geistigen Auge auftauchen, Bilder von Naturforschern vergangener Epochen, Bilder unerforschter Länder, Bilder von Reisen in einer Zeit, wo Spanien Südamerika beherrscht. Er reist
in Länder direkt über Spanien, was vernünftig ist, strategisch vernünftig ist. Er kriegt Pässe dazu, er kriegt die Berechtigung, dort zu reisen. Alexander von Humboldt haben Sie, lieber Herr Sanchez, einen der großen Wissenschaftler zum Gegenstand genommen. Er ist aber mehr als Naturwissenschaftler. Der Begriff Weltbürger ist mit Alexander von Humboldt zu verbinden. Alles hängt mit allem zusammen. Die Erkenntnis der Auflösung der einzelnen Wissenschaftsbereiche, um die Welt zu verstehen. Er setzt sich auf seinen Reisen auseinander mit den Klimazonen. Dann sind wir heute in der heutigen internationalen gesellschaftlichen Debatte. Er sagt, die Weltgeschichte ist ohne Weltregierung nicht denkbar. Also, ein Mensch, der die Welt als Ganzes wahrnimmt. Und dieses, Herr Sanchak, haben Sie mit Ihrem Verein, wie ich finde, wunderbar aufgenommen. Und ich bin gespannt, Herr Professor Czanga, auf Ihren Vortrag. Ich möchte hier keine Co-Referate halten, aber er ist eben nicht nur Naturwissenschaftler, genauso wie das Lichtenberg nicht ist, genauso wie Gauss das nicht ist, sondern es waren Gelehrte, die versuchten, den Menschen die Welt näher zu bringen in ihrer Komplexität und in ihrer Auseinandersetzung. Der Leitsatz dieses Gelehrten lautet: Wissen und Erkennen sind die Freude und die Berechtigung der Menschen. Also eine wissensbasierte Gesellschaft. Getreu dieses Motto hatte er dann auch sein Leben in Dienst der Wissenschaft gestellt. Eigentlich ist es auch spannend, die beiden Brüder mal zu betrachten. Beide waren in Göttingen, beide. Einer ist fest in Berlin geblieben, als sein Bruder immer getadelt, wieso er so viel reist. Einer ist stärker am Schreibtisch, der andere stärker in der Erkenntnis. Er kritisiert die Sklaverei auf Kuba. Er betritt Südamerika in Cumaná, im heutigen Venezuela, geht nach Caracas, reist über den Orinoco, von dem er glaubt, dass er eine direkte Verbindung hat in einen der Quellarme des Amazonas zum Rio Negro, schleppt dann sein Kanu über Land, um die Quellflüsse zu erreichen. Ich selbst reise seit über 45 Jahren nach Südamerika und kenne viele Städte. Er reist durch das Pantanal. Mhm. Heute eines der gefährdetsten Gebiete Südamerika. Er ist im Amazonas, so, da wo Bolsonaro heute den Wald abfackelt. Er erkennt, dass die Entwicklung von biologischen und klimatischen Sachen sehr eng miteinander zu tun hat. Und ich glaube, dass er auch geprägt hat, unseren Anspruch zur Bildung in etwas wie eine Allgemeinbildung. Und deswegen glaube ich, dass er mehr als nur, in Anführungsstrichen, das ist schon ein großes Feld, nur mehr als Naturwissenschaftler. Ihr Verein regt hiermit etwas an und schafft Brücken zwischen Menschen, zwischen Institutionen, zwischen Generationen und sorgt auch in einer Zeit, wo bisweilen die Diskussion zwischen Deutschland und der Türkei belastet ist, dafür, dass uns gemeinsam klar wird, dass wir auf einer Welt leben. Auf einer Welt, wo sich keiner separieren kann. Wo keiner nationalistisch handeln kann, weil alles hängt mit allem zusammen. Ich wollte jetzt sagen, dass der Gastgeber uns Grußworte gesprochen hat, der Oberbürgermeister für die Stadt Göttingen gesprochen hat, aber jetzt für die Universität und für das Zentrum der Geowissenschaften spricht jetzt Herr Professor Dr. Jonas Klei, Studiendekan der geowissenschaftlichen oder des Geowissenschaftlichen Zentrums und Abteilungsleiter der Strukturgeologie und Geodynamik. Und dann habe ich noch eine andere Seite noch, die ich aufziehen wollte, aber das erübrigt sich, nämlich Ihr Verhältnis zu Herrn Professor Schenger. Weil da habe ich gekramt, bis ich heute gesehen habe, Herr Sanjak hat sehr viel verbreitet heute in den sozialen Medien. Sie waren ja zusammen die ganze Zeit. So brauche ich also nichts weiter erzählen und Sie ans Rednerpult bitten. Erzählen Sie uns über Ihr Verhältnis. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich begrüße Sie auch alle sehr herzlich, also jetzt im Namen des Geowissenschaftlichen Zentrums oder überhaupt der Universität
Und ich habe also jetzt die Freude und Ehre, Celal Şengör vorzustellen, wie das Usus ist vor wissenschaftlichen Vorträgen. Und wenn Sie jetzt ein geowissenschaftliches Fachpublikum wären, was Sie, glaube ich, mit wenigen Ausnahmen nicht sind, Entschuldigung, falls ich irgendjemand übersehe hier, dann wäre das gar nicht nötig, dann müsste ich Celal Şengör nicht vorstellen. Warum? Weil ihn eigentlich jede und jeder kennt. Das liegt in erster Linie natürlich an seinen Leistungen in der Wissenschaft und ein bisschen auch daran, dass, glaube ich, jeder, der ihn mal vortragen gehört hat, das nicht so leicht wieder vergisst. Das werden Sie nach seinem Vortrag dann bestimmt auch bestätigen können. So, jetzt aber erstmal zu seiner wissenschaftlichen Vita, ganz kurz. Professor Celal Şengör stammt aus Istanbul und er hat dort seine höhere Schulbildung beendet am Robert College und ging dann in die USA und hat seinen Bachelor, seinen Master und seine Doktorarbeit, also seinen PhD, an der State University of New York at Albany bekommen. Und die Doktorarbeit 1982, da war er gerade mal 27 Jahre alt, also wer sich damit auskennt, sieht, dass er da ein erstaunliches Tempo vorgelegt hat. Was man auch sagen muss über seinen Studienort, das ist jetzt vielleicht klingt erstmal nicht wie einer der ganz großen Namen, aber es gab eine unglaubliche Dichte von hochrangigen Professoren damals. Das waren John Dewey, Kevin Burke und Akio Miyashiro. Also viel besser kann man es eigentlich nicht erwischen. Und das kommt eigentlich immer zusammen im Idealfall. Sehr gute Lehrer und eben sehr gute Schüler. Ja, und machen wir einen 10-Jahres-Sprung. Seit 1992 ist Celal Şengör Professor an der Technischen Universität Istanbul. Und natürlich hat er zwischendurch aber andere Sachen gemacht oder seither auch andere Sachen. Er war zum Beispiel Gastwissenschaftler, um nur zwei Orte zu nennen, in Oxford und am Caltech in Pasadena. Ich werde überhaupt ziemlich lückenhaft sein, sonst würde ich hier gar nicht fertig werden. Und Sie wollen ja ihn reden hören und nicht mich. So, was wäre das Nächste, was man erwähnen muss? Er hat Mitgliedschaften in den verschiedensten Akademien rund um die Welt, fangen wir in den USA an. Da ist er von der National Academy of Science Mitglied, er ist aber auch Mitglied in der, wie heißt sie? Ich muss doch meinen Spickzettel rausziehen, dachte ich schaffe so, aber lege ich den mal kurz hierher. American Philosophical Society, so heißt sie. Und dann in verschiedenen Akademien der Wissenschaften, in Russland, in der Türkei selbstverständlich. Was hattest du heute beim Mittagessen noch in Serbien? Ja. Ja. Österreich. Österreich auch noch. Also die Wikipedia, wenn Sie das nachschauen, ist auch ziemlich unvollständig, haben wir festgestellt. Das ist noch nicht mal alles. Die Academia Europaea und die Leopoldina. Und dann hat er auch eine ganze Reihe von Medaillen bekommen. Beginnen wir mit der Geological Society of London. Da hat er den President's Award erhalten und später die Bixby-Medaille. Er hat die Gustav-Steinmann-Medaille der Deutschen Geologischen Vereinigung bekommen und als letztes die Arthur Holmes Medal von der European Geoscience Union. Also das ist schon sehr eindrucksvoll, wenn man sich damit auskennt. Und jetzt fragt man sich aber natürlich, ja, aber wofür das eigentlich alles? Und das ist ja eigentlich das Spannendste, glaube ich, zumindest für Wissenschaftler, was tut er denn eigentlich so? Und ich habe jetzt also, weil man das normalerweise auch nicht kennt, also ich kannte natürlich einige Arbeiten von ihm, das sind dann eben die so ungefähr jeder kennt, aber ich habe mal nachgeschaut, womit hat er eigentlich angefangen, womit hat er sich denn in seiner Doktorarbeit beschäftigt und interessanterweise findet man die Zusammenfassung im Netz. Und das war dann auch wirklich spannend, weil er hat gearbeitet über den Albula-Pass, also um das Gebiet um den Albula-Pass. Das ist eigentlich ein ziemlich kleines Gebiet in den Alpen, so südlich von Davos ungefähr in der östlichen Schweiz. Und wenn man aber diese Zusammenfassung liest, dann kommt raus, was man aus dieser Gegend lernen kann. Und es geht dann aber sehr schnell ins ganz Große. Ja, dann heißt, also wir sehen dort zwei Extensionsereignisse, hauptsächlich im Jura und vorhergehendes in der Trias, das viel schwächer ist. Und dann heißt es, diese Jura-Geschichte, die hat eigentlich mit dem Atlantik zu tun. Das ist gar nichts mit den Alpen. Und es geht dann noch weiter ins Große. Und Celal Şengör spricht dann da schon in der Zusammenfassung seiner Doktorarbeit eigentlich über ganz Asien. Er spricht über die Entwicklung der Tethys.
Auf die komme ich nachher gleich noch zurück. Das war ein äquatorialer Ozean im Innern des Superkontinents Pangaea. Und das ist eine lebenslange Liebe von Celal Şengör, kann man glaube ich so sagen. Und man kann auch sagen, dass glaube ich so großräumige tektonische Synthesen, das ist wirklich sein Hauptfeld. Das heißt also die Frage, wie ist die Erde aufgebaut, also hauptsächlich die äußerste Schale, die Kruste, und vor allem, wie hat sich das auch jeweils entwickelt? Also was war die Geschichte, warum sieht es heute so aus, wie es aussieht? Und er hat aber auch alle möglichen Aspekte von allgemeinen tektonischen Fragen behandelt, also zum Beispiel, wie reißen Kontinente auseinander, wie entstehen Grabenbrüche, wie kollidieren Kontinente dann wieder, was hat das zum Beispiel zu bedeuten oder was wird geschehen, wenn die Ränder dieser Kontinente sehr unregelmäßig geformt sind, was ja wohl eher die Regel sein wird als die Ausnahme. Er hat dann aufgezeigt, und das ist eine der Sachen, für die er berühmt ist, also die regionale Synthese von Zentralasien, dass das eben mit Kontinentkollision à la Lehrbuch nicht so viel zu tun hat, sondern dass man sehr große Bereiche der Kruste aufbauen kann durch Akkretion, nennt sich das, also eigentlich eher durch gleichmäßiges Anbauen, und dass eben Asien zum größten Teil auf diese Weise entstanden ist. Natürlich hat er sich auch beschäftigt mit seiner etwas weiteren und näheren Umgebung, also zum Beispiel der Öffnung des Schwarzen Meers, mit der Geologie der Marmarasee, mit der nordanatolischen Störung. Und Sie ahnen wahrscheinlich schon, das hat nicht nur rein wissenschaftliche Gründe, warum man sich damit beschäftigt, sondern wer in Istanbul lebt, der weiß auch, dass das eine hohe Erdbebengefährdung gibt dort. Und das ist natürlich dann ein guter angewandter Grund, um sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Was ich noch vergessen habe, er war auch einer der, oder seine Arbeiten zusammen mit Kollegen waren welche der ersten, die sich mit Ultrahochdruckmetamorphiten beschäftigt haben. Also wo man gelernt hat, dass die kontinentale Kruste, von der man eigentlich dachte, die schwimmt immer oben, dass die in sehr große Tiefen versenkt werden kann und dann aber doch wieder zurückkommt, wahrscheinlich in vielen Fällen. Und also das zu allgemeinen Themen, und wie schon gesagt, und er kam immer wieder zurück eben auf die Entwicklung der Thetis. Und das bringt uns jetzt zu einem anderen Thema, das auch ein großes Anliegen ist von Celal Şengör, nämlich die Geschichte der Geologie. Und nicht zuletzt auch die Geschichte der deutschen Geologie. Also ich wage zu behaupten, dass Celal Şengör darüber besser Bescheid weiß als jeder lebende deutsche Geologe. Das haben wir heute auch schon wieder erleben dürfen. Also das ist erstaunlich, ja auch in welche Details. Und eigentlich kennt er da auch jeden, was immer überraschend ist. Und man ist dann immer peinlich berührt, wenn er einem von Leuten erzählt, von denen man selbst noch nichts gehört hat. Aber gut, so ist das. Und Celal Şengör hat eine legendäre Privatbibliothek mit mehreren 10.000 Bänden, wo er heute auch schon die Gelegenheit ergriffen hat, die wieder so ein kleines Promille oder so aufzustocken. Und ich glaube, an dieser Stelle lasse ich es dann mal gut sein, denn wie gesagt, Sie wollen ja ihn sprechen hören. Und in diesem Sinn, lieber Celal, ist die Bühne dein, oder Sie übernehmen wahrscheinlich noch mal kurz die Moderation. Also ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß. In diesem Sinne bitte ich Herrn Professor Şengör um seinen Vortrag und bedanke mich recht herzlich, dass er heute zu uns gekommen ist. Vielen Dank. Das, was ich gehört habe, war ziemlich peinlich. Ich kann kaum was sagen jetzt, nachdem man also alles Unmögliche über mich gesagt hat. Und heute früh war das auch wieder eine peinliche Erfahrung. Wir waren beim Gauss, bei seiner Grabstätte, und der Sanjak hat mich gefragt, Herr Professor, können Sie uns Ihre Gefühle ausdrücken? Ich habe gesagt, ja, Minderwertigkeitskomplex, habe ich gesagt, vor Gauss. Also, meine Damen und Herren, mein Vortragsüberthema war ja Alexander von Humboldt und Naturforschung, aber mein eigentlicher Titel ist, ein bisschen überraschend für Sie vielleicht, war Alexander von Humboldt nur ein Dilettant der Naturgeschichte oder ein Seher der modernen Wissenschaften oder Wissenschaft im Allgemeinen. Ja, warum sage ich das? Zuerst der Herr selbst, als junger Mann, auf der linken Seite und als fast
89er, das war kurz vor seinem Tod, dieser Daguerreotyp, damit Sie eigentlich den Mann selbst sehen. Der war schon damals natürlich in Berlin. Er hat 27 Jahre in Paris verbracht, weil Paris damals Zentrum der Wissenschaften in der Welt war. Und Alexander von Humboldt hatte sehr viele Freunde in Paris und er brauchte sie, um seine Beobachtungen und Sammlungen zu bearbeiten, die in Südamerika gesammelt hatte. Hier ist Schloss Tegel, wo er als Kind gewohnt hat, in der Umgebung von Berlin. Wenn Sie das nicht gesehen haben, ich würde Ihnen es empfehlen, jeden Mittwoch darf man durch das Haus gehen. Und hier ist die Grabstätte der Familie Humboldt. Das befindet sich auf dem gewaltigen Grundstück des Schlosses Tegel. Und die ganze Familie von Humboldt ist dort begraben. Wilhelm ist auch da, Caroline, die Frau von Wilhelm, ist auch da. Und ich habe das mit einem unseren jetzigen Professoren, der auf meiner rechten Seite, das ist der Herr Cengiz Yıldırım, der hat in Berlin studiert, ein tüchtiger junger Mann, der ist Germanologe, und wir haben zusammen Humboldt besucht. Jetzt kommt die Überraschung. Herr Alexander Moskowski war ein Satiriker und auch ein Reporter in Berlin damals, und er hat ein Interview mit Einstein gemacht und er hat das erste Buch 1920 über Albert Einstein publiziert. Und das ist ein Gespräch, das ganze Buch ist ein Gespräch zwischen Moskowski und Einstein. Und während dieses Gesprächs, Moskowski hat gesagt, ja, Herr Professor, Sie müssen ja auch einen Walhalla haben, wo die größten Wissenschaftler drin sind, zum Beispiel Alexander von Humboldt. Und sobald er das gesagt hat, Einstein hat erwidert, beiläufig möchte ich bemerken, wenn eben zuvor die beiden Humboldt genannt wurden, so möchte ich wenigstens den Alexander von Humboldt nicht den Genies beizählen. Wiederholt ist es mir aufgefallen, dass Sie diesen Namen mit besonderer Ehrfurcht nennen. Können Sie den Schock sich vorstellen, als Einstein das sagte? Und der arme Moskowski hat gesagt, und mir ebenso wiederholt, dass Sie, Herr Professor, sanft abwinkten. Es sind mir auch deshalb schon leise Zweifel aufgestiegen. Aber man kommt nun schwer von Größenordnungen los, die man seit Jahrzehnten in sich herumträgt. In meiner Jugend sagte man, ein Humboldt, so wie man sagt, ein Cäsar, ein Michelangelo. Um überhaupt einen unüberbietbaren Gipfelpunkt zu bezeichnen. Für mich selbst war seinerzeit Humboldts Kosmos die naturkundliche Bibel. Und solche Erinnerungen mögen bis zu einem gewissen Grade nachwirken. Sehr erklärlich, sagte Einstein. Nun muss man sich vorhalten, dass Humboldt für uns Heutige, wenn wir den Blick auf die großen Erkenner richten, kaum noch in Betracht kommt. Sagen wir deutlicher, er gehört nicht in diese Linie. Bestehen lasse ich sein enormes Wissen und seine bewundernswerte, an Goethe erinnernde Einfühlung in das Naturganze. Das ist erstaunlich, dass er das gesagt hat. Und dann ein viel kleinerer Mann, der Antoine-Joseph Redemorand, das hat so eine kritische Beleuchtung des Humboldtschen Kosmos geschrieben, das ist ein ganz kleines Büchlein, und darin sagt er, diese Wahrheiten werden von dem Verfasser des Kosmos keineswegs bestritten, aber er begnügt sich damit, die durchscheinen zu lassen, ohne dass er jedoch wagt, weiter auf die Erforschung jenes höchsten Gesetzes einzugehen, ja selbst ohne seine Hypothese aufzustellen. Also das ist fast dieselbe Kritik wie Einstein. Dann kommen wir zu Charles Darwin. Darwin, der war ja von Humboldt begeistert, er sagt das selbst. Er ist zu Beagle gegangen, nachdem er Humboldts Personal Narrative auf Englisch gelesen hat.
Hier erschreibt sein Freund, Joseph Hooker, der große Botaniker, sagt, I believe you are fully right in calling Humboldt the greatest scientific traveler who ever lived. His geology is funny stuff, komische Dinge. But that merely means that he was not in advance of his age. I should say he was wonderful for his near approach to omniscience than for originality. Whether or not his position as a scientific man is as eminent as we think, you might truly call him the parent of a grand progeny of scientific travelers who, taken together, have done much for science. Also wir haben hier drei Meinungen über Humboldt gehört und alle drei sind negativ. Und man fragt sich, ja, wie kommt denn das? Warum? Ist es wirklich so? Humboldt ist ja ein Halbgott in der Geschichte der Wissenschaft. Nicht? Wenn man zum Beispiel aus der Invalidenstraße in Berlin, Museum von Naturkunde, und ganz am oben ist Humboldt. Hier auf der rechten Seite sehen Sie Humboldt mit den schönen Dingen samt mit dem Goldstück, der aus Zentralasien gebracht hat. Das ist seine Reise nach Südamerika, wovon wir schon gehört haben. Nicht? Er begann in La Coruña mit seinem Freund Bonpland und er kam nach Santa Cruz. Man hat dort die Tide geklettert und dann nach Cumaná. Von Cumaná ging es südlich nach Orinoco, ganz am Rande des Amazonas und dann wieder nach Caracas. Von Caracas nach Havana, Kuba. Von Kuba ist er zurückgekommen nach Cartagena. Von Cartagena nach Quito. Von Quito Lima. Von Lima nach Mexiko. Von Mexiko wieder nach Kuba. Und dann zu den Vereinigten Staaten. Der hat Thomas Jefferson besucht. Und Jefferson hat das als eine große Ehre betrachtet, dass der Baron zu ihm gekommen ist. Echt? Und Humboldt war sehr behilfsreich. Er hat seine Erfahrungen in Mexiko an dem Präsidenten, an der vierten Präsidenten der Vereinigten Staaten erzählt. Also was er zum ersten Mal in Südamerika gemacht hat, war die genaue Kartierung der Cassiquiare. Cassiquiare ist ein Kanal. Es verbindet die Orinoco-Entwässerungsgebiet mit dem Entwässerungsgebiet von Amazonas. Also die sind die Umstände, wo die beiden Freunde gearbeitet haben. Das sieht also ein bisschen romantisch natürlich, aber das sieht sehr schön aus. Ganz besonders bitte beachten Sie die Instrumente. Humboldt hat alles gemessen. Keine von seinen Instrumenten waren beschädigt. Das ist unglaublich, dass er alles in bestem Zustand gehalten hat. Und wieder hier ein von Ferdinand Keller, ein farbiger Holzschnitt. Man sieht wieder eine romantische Landschaft und unsere beiden Freunde. Aus dieser Reise kam dieses kleine Werk. Meine Damen und Herren, dieses Werk hat das ganze Vermögen von Alexander von Humboldt aufgezehrt. Er war ohne Groschen zurückgeblieben und deswegen musste er in den Dienst von dem König von Preußen eingehen. Hoppla. Und nach Berlin kommen. Hier ist Aimé Bonpland und hier ist Alexander von Humboldt und das ist die Relation historique. Und er hat unglaubliche Dinge drin. Er hat tausende von neue Arten, tausende von Pflanzen, also Arten von Tieren, Pflanzen, neue Gesteine, wie zum Beispiel Andesit. Das war unglaublich. Ein Mann hatte das alles gemacht. Hier ist ein Exemplar aus seinen Tagebüchern, das bewährt man in der Museum National d'Histoire Naturelle und das natürlich unterstrichte Internationalität von Humboldt.
Der hat allen gedient als Wissenschaftler. Der ganze Menschheit hat er gedient. Kommen wir zurück zu Cassicchiare. Cassicchiare wurde zum ersten Mal von den Jesuiten entdeckt. Der Jesuitenpater Roman in 1744, der hat davon gesprochen. Und auch der Pater Acunha hat schon im 17. Jahrhundert das erwähnt. Und Charles-Marie de la Condamine, das ist der berühmte Geodät, der hat im 1744 damals die vorhandenen Kenntnisse darüber der Französischen Akademie der Wissenschaften vorgestellt. Und warum ist das so wichtig? Weil damals die Geographen sagten, so etwas sei unmöglich. Diese zwei gewaltige Entwässerungsgebiete, verbunden durch einen natürlichen Kanal. Da haben gesagt, das gibt es nicht, das kann nicht sein. Das muss ja die Scheidelinie zwischen den zwei Entwässerungsbecken durchschneiden. Wir haben gesagt, das ist nicht möglich. Aber unser unermüdlicher Humboldt, das ist aus seinen Tagebüchern, der hat das kartiert, sehr schön. Und hier ist die gedruckte Karte und es befindet sich hier. Also die Orinoco, Entwässerungsgebiet, und Amazonas, Entwässerungsgebiet, verbunden durch diese Cassicchiare. Dann machen einen Sprung, wir gehen zu Chimborazo. Und das ist für uns das Wichtigste. Also Humboldt hat, wie gesagt, alles gemessen. Das kommt von seinen Ansichten der Cordillere, ein wichtiges Buch, das auch sehr viel Archäologie, das ist nicht nur Naturgeschichte, wie Sie gesagt haben, Herr Oberbürgermeister. Wäre schön, wenn Istanbul so einen Bürgermeister gehabt hätte. Nicht? Also das ist von der Tapia-Plateau, das befindet sich hier, und das gesehen aus Tapia-Plateau, das ist der Chimborazo. Man hat das geklettert, Humboldt hat ganz gewissenhaft die permanente Schneegrenze notiert, überall, und die Pflanzen hat man gesammelt. Ja gut, das ist alles normal, man hat das damals oft von verschiedenen Naturwissenschaften gemacht, aber jetzt kommt was sehr Wichtiges. Alexander von Humboldt hat die Lokation jeder Probe ganz genau notiert. Und er hat uns dieses Panorama der Pflanzenwelt gegeben. Der hat gesagt, ganz unten her haben sie die tropischen Gewächse. Schön. Und dann, wenn wir hochklettern, ändert sich die Welt der Pflanzen. Und ganz oben haben wir Pflanzen, als ob sie aus dem Polargebiet. Er hat gesagt, wenn man hochklettert in irgendein Gebirge, es ist, als ob man von Äquator nach Norden reist. Und das ist das Gründungsdokument der Biogeographie. Dann ist er nach Mexiko gegangen und diese Essay Politique sur le Royaume de la Nouvelle Espagne geschrieben. Ja, nicht nur geschrieben, sondern die erste gute Karte der amerikanischen Kordillere erscheint in diesem Atlas. Und meine Damen und Herren, diese Karte blieb gültig bis 1848, bis zu der Expedition von Leutnant Gunnison. Die Amerikaner mussten das benutzen. Und der Jefferson war sehr dankbar, dass der Baron eine Kopie dieser Karte hinterlassen hat, weil damals Jefferson hatte ja die berühmte Louisiana Purchase gemacht von Napoleon. Wenn man Louisiana Purchase sagt, das ist nicht allein der heutige Bundesgebiet Louisiana, das ist fast ein Drittel der heutigen Vereinigten Staaten. Der hat das gekauft, aber man wusste nichts darüber. Und Jefferson hat gesagt, ja Baron, Sie haben viel darüber erfahren, Wissen gesammelt, wäre es möglich, uns auch ein Berichtchen
zu geben und Hummert gesagt, ja, mache ich gerne. Der hatte ja auf Spanisch für die spanische Regierung einen Bericht erstellt. Der hat gesagt, ja, ich übersetze das ins Englisch und gebe ich Ihnen. Das ist kein Problem. Und Jefferson war sehr glücklich. Hier ist der Rocky Mountains. Der Rückgrat Amerikas hat Humboldt das genannt. Und ich bitte Sie zu bemerken, dass nicht alle Gebirge scharfe Spitzen haben, sondern so flache Spitzen. Das ist das Mesa-Land, weil dort die Schichten flach liegen. Und die einzelnen Gebirge erscheinen als ganz flache Mesas. Das war zum ersten Mal, dass die Welt davon erfuhr. Das ist eine komische Landform. Alexander von Humboldt war natürlich sehr berühmt, überall in Lateinamerika. Wenn man Lateinamerika bereist, da sieht man überall irgendwie eine Statue von Humboldt. Nicht? Er ist zurückgekommen nach Paris, dort mit seinen Freunden gearbeitet, und das war die Zeit, als Georges Cuvier, einer der größten Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, wenn man einige Entdeckungen macht in seinem Leben, ja, ist man schon ein großer Wissenschaftler. Der Cuvier hat 3 Wissenschaften gegründet. Vergleichende Anatomie, Biostratigraphie und Wirbeltierpaläontologie. Der hat die 3 gegründet. Und er hat natürlich ein sehr berühmtes Buch geschrieben über Anatomie, aber auch mit seinem Freund Alexandre Brongniart. Die haben die Geologie von Paris gemacht und haben gesagt, also diese Schichten kann man nur mit ihrem Fossilieninhalt korrelieren, nicht nach den Gesteinstypen, wie der große Werner in Freiberg einmal gesagt hatte. Ja. Cuvier hat gesagt, nur mit den Fossilien. Und das war natürlich eine gewaltige Entdeckung und das hat tatsächlich die heutige Geologie möglich gemacht. Aber der Humboldt hat gesagt, ja, schön, das ist eine gute Idee, aber, lieber Freund, es gibt ja überhaupt keine Spezies, keine Art gemeinsam zwischen den Polen und dem Äquator. Wie korrelieren wir diese? Also hat er gesagt, wenn man Biostratigraphie treiben will, muss man die damalige Geografie auch reinbeziehen. Man kann nicht allein mit den Fossilien das machen und erst jetzt verstehen wir das. Nicht alle von uns, aber manche von uns verstehen. Übrigens, das war sein Buch Essai Géognostique sur le gisement des roches dans les deux hémisphères. Der hat die Gesteinsfolgen auf den beiden Hemisphären, westliche und östliche Hemisphäre, verglichen. Humboldt hat natürlich fast alle Vulkane entlang seinem Itinerarium bestiegen, sie gezeichnet und beschrieben. Hier ist ein Freund aus Südamerika, Jakob. Das war der Hauspapagei von Humboldt. Als Jakob starb, man hat gesagt, ja, der Baron wird sich sehr trüben, wenn der Jakob nicht mehr da ist. Man wollte ihn also aufstopfen und dem Humboldt das Geschenk geben. Bei diesem Prozess hat man herausgefunden, dass der Jakob eigentlich weiblich war. Nicht? Und Sie kennen den Jakob, also Frau Jakob, können Sie in der Berliner Museum noch sich ansehen. Als Humboldt noch in Amerika war, der hat diese gewaltige Vulkane gesehen. Und immer noch hat er daran gedacht, wie sein Lehrer Werner sie gedeutet hat. Also die kommen zustande durch den Brand unterirdischer Kohlenlager. Als er zurückkam nach Europa, sein Studienfreund, Baron Leopold von Buch, hat gesagt, ja, mein lieber Alexander, als du in Südamerika warst, war ich in Frankreich
Ich habe den Massiv Central mir angesehen. Dort wachsen die Vulkane auf dem Granit. Und nach unserem Lehrer sollte die Granit der unterste Gestein sein. Also darunter darf man ja keinen Kohlenflötzen erwarten. Und er hat gesagt, Dolomier hat das beschrieben, die Leopold von Buch konnte es kaum glauben. Damals Neuchâtel gehörte zu Preußen, er war in Neuchâtel und er ist sofort nach Auvergne gegangen. Und dort hat er seine Meinung geändert. Er hat gesagt, ja, unser Lehrer Herr Werner, also das hat es nicht richtig gemacht. Und Humboldt hat gesagt, ja, weißt du, Leo, diese gewaltige Vulkane in Südamerika, das kann ich jetzt einsehen, die können nicht durch Brand von Kohlenlager zustande kommen. Der Vulkanismus, hat er gesagt, das ist die Kommunikation der Erdoberfläche mit der Erdinneren. Und zum ersten Mal 1823 hat er vor der Preußischen Akademie diese Abhandlung gelesen, den Bau und Wirkungsachse der Vulkane in verschiedenen Erdstrichen. Das ist wie der Humboldt. Nicht nur in Südamerika, nicht nur in Europa, überall. Dann, das Geld ist ihm ausgegangen. Und er brauchte ein Einkommen. Und der König, der Wilhelm III., hat gesagt, ja, Baron, das ist sehr schön, Sie sind ein großer Mann, aber Sie haben genügend in Paris gelebt, bitte zurück zum Vaterland. Und der Humboldt musste zurück nach Berlin. Berlin, es ist kaum für uns vorzustellen, damals war ein Rückwasser der Wissenschaft. Da gab es nichts in Berlin. Nicht? Der Friedrich der Große hatte seine Kasernen und ein Schloss und das war alles. Soldaten und der König. Und der Humboldt hat gesagt, ja, das geht nicht so. Wir brauchen etwas anderes, auch vielleicht Wissenschaftliches. So hat sich entschlossen, 1887 eine Vortragsreihe zu beginnen. Und zwar, die waren die Vorlesungen über physikalische Geographie, begann an der Universität, eigentlich die von seinem Bruder gegründet wurde. Aber sehr schnell hat man gesehen, dass das Aula der Universität war viel zu klein dafür. Also, man verlagerte die Vorlesungen zu der Singakademie. Und Humboldt hat dort diese Vorlesungen gehalten und hier sehen Sie ein Mitschrift, das befindet sich in meinem privaten Besitz eigentlich. Es gibt nur 4 davon bekannt in der Welt. 3 davon befinden sich in der Deutschen Nationalbibliothek, der eine ist in meinem Besitz. Und Humboldts Forschungsstelle an der Universität Berlin hat mich gebeten, eine Kopie davon zu machen, eine sehr gute Kopie. Und wir haben das gemacht und nach Berlin geschickt. Sie können jetzt das, also mein Exemplar, auch im Internet lesen. Diese Vorlesungen wurden zu verschiedenen Zeiten nachgedruckt, immer noch. Und man liest sie immer noch nicht nur mit Genuss, sondern mit Gewinn. Dann, als 60-jährig, Humboldt wollte ja immer Asien sehen. Er wollte Himalaya mit den anderen vergleichen, aber der war ja viel zu liberal. Und die Engländer haben gesagt, ja, dieser Mann, das passt nicht zu unseren Kolonien. Das geht nicht. Aber die Russen haben in den 20er Jahren in Oral Platinum entdeckt. Und der Graf von Kankrin, der war der russischer Finanzminister, eigentlich ein Deutscher, aber der Kankrin hat sofort an den Herrn Baron geschrieben, der hat gesagt, Baron, würden Sie bitte zu uns kommen und uns sagen, ob dieses neue Metall sich für Geldwährung eignet. Aber dann können Sie das ganze Russland bereisen und alles wird von dem Zaren bezahlt. Und Humboldt hat gesagt, das ist eine gute Idee.
Er hat diese zwei jungen Männer mitgenommen, Christian Gottfried Ehrenberg, der ist der Begründer der Mikrobiologie, und Gustav Rose, einer der großen Mineralogen zu jener Zeit. Und meine Damen und Herren, bitte sehr, das ist die Itinerarium von Humboldt. Ich habe das von dem Buche von Andrea genommen, 60 Jahre alt. Und unter welchen Umständen musste man damals reisen? Als er zurückkam, der hat zuerst diese Fragment de Géologie et de Climatologie Asiatique publiziert. Das ist auf Französisch fünfbändig, auf Deutsch nur zweibändig. Und dann in 1943, da hat sein großes Werk, dreibändig auf Französisch, wieder zweibändig auf Deutsch, die L'Asie Centrale, Recherche sur le chaîne de montagne de Climatologie comparée. Also ich habe das kopiert aus Klenkes Biografie von Alexander von Humboldt. Unter diesen Umständen hat dieser alte Mann, damals 60, war schon alt, über 6000 Kilometer gereist. Hier ist sein Notizbuch aus Asien und hier hat er gesehen, dass die Schiefer unterlagen Granit. Das war sehr unerwartet. Und Humboldt konnte das eigentlich nicht verstehen. Er hat wahrscheinlich der Franz Benedikt Hermanns Buch gelesen. Der Hermann hat es richtig gedeutet. Warum? Hermann war ein Österreicher aus den Alpen. Der wusste die Beziehungen der Gesteine zueinander aus den Alpen. Aber der Humboldt zu dieser Zeit, der war zu viel Amélie de Beaumont und solche Leute gebunden. Er hat gesagt, wie kommt das dazu, dass Granit auf dem Schiefer liegt? Und er hat gesagt, vielleicht ist das Granit geflossen. Der konnte das nicht verstehen. Und Sie sehen, was Darwin darüber gesagt hat. Sein Geologiekenntnis war nicht seiner Zeit voraus. Hier ist eine Karte von Asien. Das ist die vier Gebirgszüge, die er betont hatte. Das ist der Altai. Und dann kommt der Tien Shan her. Und dann Kwenlun. Und hier der Himalaya. Das war die erste gute Karte von Zentralasien. Und erst Edward Süß hat das verbessert. Und dann, als er zurückkam, man hat gesagt, ja, Baron, es wäre schön, wenn Sie einen Vortrag halten würden vor der Majestät, vor dem Zaren. Humboldt hat gesagt, ja, mache ich gerne, kein Problem. Und er hat gedacht, was soll ich sagen? Er wollte überall auf der Erde magnetische Messstationen errichten. Er hat gesagt, aha. Und dieser Diskurs, prononcé par Monsieur Alexandre de Humboldt, vor der Akademie Imperiale des Sciences in St. Petersburg. Humboldt hat die Wichtigkeit der magnetischen Messungen erzählt und dann hat gesagt, Majestät, es wäre so schön, in Ihrem gewaltigen Reiche diese kleinen Stationen zu haben. Es kostet fast nichts für Sie. Und der Zar hat gesagt, Baron, machen wir gerne. Und erst durch Humboldt haben wir von Amerika bis zum Pazifischen Ozean, über Asien, alle diese magnetischen Stationen. Hier ist der Kosmos. Unten ist der Neuauflage in einem Band, das werde ich jedem empfehlen. Bitte lesen Sie es. Das ist ein unglaubliches Buch. Das hat die ganze Kulturgeschichte der Naturwissenschaften, auch Kunst, die Beziehungen zwischen Kunst und Naturwissenschaft und auch Belletristik. Und wie Sie gesagt haben, Herr Oberbürgermeister, Humboldt war nicht nur Naturwissenschaftler. Der war Wissenschaftler im Allgemeinen. Aber leider konnte er der Kosmos nicht zu Ende schreiben.
Hier sehen Sie im fünften Band, man hat das publiziert nach den hinterlassenen Manuskripte. Der konnte das nicht weiterschreiben. Und hier, der Engel von Tod, lädt Humboldt ein in den Grab und sagt, es ist Zeit, dass du auf Wiedersehen sagst zu Kosmos. Das ist eine sehr berühmte Karikatur. Es gab einen Atlas von Bromme gemacht. Und dieser Atlas hat alle Ideen von Alexander Humboldt in eine Kartenanlage zusammengefasst. Eigentlich der Kiepert hatte das zuerst gemacht. Aber Humboldt hat auch die Brommes autorisiert. Jetzt die Frage ist, ist Alexander von Humboldt nur ein Dilettant, der Beobachtungen sammelt und wirklich nicht ein Entdecker, wie Herr Einstein das gesagt hat? Ich kann Ihnen sofort sagen, was Einstein sagt, ist Quatsch. Und jetzt werde ich Ihnen sagen, warum. Hier ist ein Mann, ein Texaner, der Maurice Ewing. Der Maurice Ewing war ein Physiker. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, der hat sofort eingesehen, dass wir über die Ozeane fast nichts wussten. Und wegen dem U-Boot-Krieg im Pazifischen und im Atlantischen Ozean, die Amerikaner haben neue Geräte entwickelt und die ganze Bathymetrie kartiert. Und der Maurice Ewing ist zu der amerikanischen Flotte gegangen und hat gesagt, ja, meine Herren, Sie brauchen ja diese Dinge nicht mehr. Dürfen wir sie haben? Wir möchten weiter kartieren. Und, meine hochverehrten Damen und Herren, einer der Admirale der amerikanischen Flotte im Pazifik war der Professor Harry Hammond Heth aus Princeton. Der war damals Konteradmiral und er kommandierte eine Transportflotte. Man hatte ihm gesagt, also bitte, Herr Professor, Ihr Sonar lassen Sie nie an, weil, wir können es hören, aber die Japaner können das auch hören. Deswegen schalten Sie es sofort aus, wenn Sie es nicht mehr brauchen. Und Harry hat gesagt, jawohl. Und natürlich gerade das Gegenteil gemacht. Der Sonar blieb an, durch den ganzen Pazifik. Der hat das Ganze kartiert. Und dort hat er diese kubische Berge gesehen, diese kegelartige Berge, aber mit ganz flachen Spitze. Nicht? Keine Spitze, sondern ganz, ganz flache obere Seite. Und er hat gesagt, wie kommt das zustande? Das zeigt Erosion. Und zwar Wellenerosion. Aber die liegen 4000 Meter tief. Man kann nicht annehmen, dass das Niveau von Pazifik 4000 Meter gesunken war. Das geht nicht. Und dann hat er gesehen, durch seine Karten, dass die mittelozeanische Rücken auch diese komischen Berge hatten, aber die waren viel flacher. Und dann allmählich sanken sie. Und der Hess hat gesagt, aha, das ist interessant. Vielleicht entsteht die ozeanische Kruste hier, entlang der mittelozeanischen Rücken und wird seitwärts transportiert und sich kühlt und sich absinkt. Und er hat gesagt, haha, der Sir Harold Jeffreys hat ja Wegener erbarmungslos angegriffen. Der hat gesagt, die Kontinente können nicht durch die ozeanische Kruste reisen. Das geht nicht. Wie Schiffe. Nicht? Die ozeanische Kruste ist viel widerstandsfähiger als die kontinentale Kruste. Und Harry Hess hat gesagt, aha, die ozeanische Kruste geht zusammen mit der kontinentalen Kruste. Wir brauchen nicht die Kontinente durch die Ozeane zu führen. Die gehen zusammen. Die Welt, die Einstein kennt, war diese Welt. Sehen Sie, wie unbestimmt die Strukturen aussehen. Nachdem Lamont-Leute die Aufnahmetätigkeit zu einem gewissen Stand gebracht haben, so sah es aus,
in den 60er Jahren. Das war eine Überraschung. Man hat so eine Gebirge gefunden. Meine Damen und Herren, das ist 80.000 Kilometer lang. Das ist die längste Gebirge der Welt. Aber das ist eine Zerrgebilde. Das ist nicht ein Gebirge, der aus Einengung entsteht. Das ist ganz im Gegenteil. Gerade wie sie es das vorgesehen, der Hess das vorgesehen hat. Und der Tuzo Wilson ist zugekommen, der hat gesagt, ah, sehr interessant, wir haben diese Subduktionszone, also die, damals nannte man sie diese schräge seismische Zonen um den Pazifischen Ozean herum. Also wir erzeugen die ozeanische Kruste entlang der ozeanischen Rücken, das geht seitwärts und geht wieder zurück in den Erdmantel hinein. Aber das genügt nicht, weil man braucht auch andere Strukturen, weil die Strukturen auf der Erde nicht allein von Subduktionszonen und Ausbreitungszonen besteht. Und der Wilson hat gesagt, wir brauchen gewaltige Horizontalverschiebungen, die sogenannten Transferfaults. Und der hat 1965 Plattentektonik erfunden. Ich sage nicht entwickelt, sondern erfunden. Das ist ein Fund, wie Kant gesagt hat. Nicht unsere Entdeckungen entstehen in unserem Kopf zuerst. Nicht. Und Tuzo Wilson hat gesagt, much as I admired the elegance of physical theories, which at the time geology wholly lacked, I preferred a life in the woods to one in laboratory. Und das war seine Karte, aus 65, die sind die Spreizungszentren in den Ozeanen und umherum hat er gedacht, die Subduktionszone. Aber auch diese Ideen hatten Vorgänger gehabt. Hier ist Franz Lotze, und zwar aus Göttingen. Franz Lotze hat, das ist eine Abbildung aus Wilsons 1965er Arbeit, und das ist aus Lotze, 37. Also das ist Spreizungszentrum, Subduktions-, also Einengungszone, Ausweitungszone, Einengungszone, hier ist ein mittelozeanischer Rücken und hier hat diese kleine Transformverschiebungen in kleinem Maßstab hat Lotze schon vorausgesehen. Auch die Trippelpunkte, wie zum ersten Mal, also ersten Mal für die ganze Welt, Mackenzie in Morgan hat das publiziert, aber Lotze, und zwar das ist der Leinetalgraben, das ist der Eichenberger Grabenknoten hier. Herr Lotze hatte das schon gehabt. Also wir sind hier in Göttingen, das ist der Leinetalgraben und das ist der Eichenberg-Grabenknoten. Wo Stiele, das sind 22 publiziert, aber die richtige Deutung durch Lotze. Also, meine Damen und Herren, das ist die letzte Diapositive. Alle diese Leute sind diejenigen, die heute als die größten Wissenschaftler in der Erdwissenschaft gelten und was sie gemacht haben, durch Beobachtungen, durch Seismologie, durch Magnetismus, durch Bathymetrie, die haben die Theorie von Tuzo Wilson getestet, kontrolliert. Und die sind sehr, sehr berühmt. Ohne Beobachtungen, nicht diese Beobachtungen für Einstein, die waren keine große Entdeckung. Quatsch. Ohne diese Beobachtungen hätten wir nichts heute gehabt in der Erdwissenschaft als eine allumfassende Theorie. Aber heutzutage, die Politiker glauben, dass Feldarbeit ist etwas Altmodisches. Dass man soll in Laboratorien arbeiten. Das ist Quatsch. Laboratorien brauchen wir auch, aber ohne Feldarbeit. Ohne die eigentlichen Beobachtungen des Planeten können wir nichts über die Erde entdecken. Auch über die anderen Planeten. Ich habe ja über Merkur gearbeitet.
Und unsere lieben Freunde, die Amerikaner, die geben Milliarden aus, um dorthin zu kommen. Und diejenigen, die das zuerst deuten, die sind lauter Idioten. Und mein lieber Freund Sean Solomon, der Direktor von Lamont, der wusste das. Der war der Direktor der Messenger Mission. Und der hat mich nach Amerika geholt. Ja, komm. Er hat gesagt, wir brauchen gute Feldgeologen, die das sehen würden. Und wir haben auf Merkur unglaubliche Strukturen entdeckt. Warum? Eben weil wir Herr Klei Ihnen erzählte, ich hatte sehr gute englische Lehrer gehabt, die im Gelände geschult waren. Nicht? Also heutzutage ist es für uns sehr, sehr wichtig, unseren Bürokraten, Politikern zu sagen, also bitte, Feldarbeit ist immer noch so wichtig wie früher und vielleicht mehr. Und der gute Baron Alexander von Humboldt lächelt aus seinem Grab im Tegel und sagt, ich habe Ihnen da ja schon gesagt. Nicht? Herr Bürgermeister hat über seine Klimawandel erzählt, der hatte das auch bemerkt in Südamerika. Nicht? Und er hat gesagt, also mit einzelnen Beobachtungen geht das auch nicht weiter. Wir brauchen ein gesamterdisches System, diese Beobachtungen zusammenzufügen. Und deswegen hat er den Kosmos geschrieben. Deswegen ist Alexander von Humboldt ist kein Dilettant, sondern der war wirklich ein Seher der heutigen Naturwissenschaft und auch anderen Wissenschaften. Danke Ihnen. So, Abnehmen, man hat mir gesagt, ich soll hier bleiben. Ich weiß nicht warum, aber der. Das wollte Sanjak, ich ja, der Sanjak hat gesagt, bleib dort, bewege dich nicht. Also ich gehorche. Das ist. Guter alter Soldat. Richtig. Das ist ganz, 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 ganz freundlich von Ihnen. Es hat drei Gründe. Aha. Der erste Grund ist, dass wir eine kleine Fragerunde machen, weil es war so interessant. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass meine Neugierde den Zusammenhang zwischen. Den, was vor 250 Jahren oder 200 Jahren war, zu 250, heute. Mein lieber Herr Alexander von Humboldt wurde 14. September 1769 geboren. Genau. Und wissen Sie, wer im selben Jahr geboren war? Napoleon. Bonaparte. Und, ja, und noch dazu, der war eifersüchtig auf Humboldt. Okay. War das wirklich so? Also ich habe 1000 Fragen, aber ich habe hier einen Vorteil. Ich habe das Mikrofon und das will ich jetzt nicht ausnutzen, sondern Fragen in die Runde stellen. 1000 Fragen würde ich sehr gerne antworten. Wissen Sie warum? Das bedeutet, dass ich viel länger in Göttingen bleibe. So, wunderbar. Aber dann, so, wollen wir mal mit der ersten Frage anfangen. Hat jemand eine Frage? Ich sehe ein. Eine Eruption der Höflichkeit. Ja? Ah, da kommt ganz hinten, bitte sehr, laut! Wie sind Sie zu Humboldt gekommen? Goethe hat einmal gesagt, die Geschichte einer Wissenschaft ist die Wissenschaft selbst. Also ich habe immer versucht, alle die modernen Ideen zurückzuverfolgen. Und das hat mich sehr genützt. Deswegen ist der Baron vor mir erschienen einmal. Und ich habe auch einen Freund bei der Technischen Universität, der ist ein kleiner Humboldt, der ist älter als ich, aber wenn man ihn fragt, was seine, er ist im Geologischen Institut, also im Eurasiatischen Institut, wenn man sagt, was ist Ihre Spezialität? Ich sage immer, der hat keine. Der umarmt die ganze Wissenschaft. Die nächste Frage. Der junge Mann hinten. Ja. Sie hatten ja gesagt, dass Sie eine Mitschrift besitzen von einer Vorlesung von Herrn Humboldt. Was ist denn der Inhalt dieser Mitschrift? Das ist die sogenannten Kosmos-Vorlesungen oder Vorträge,
das hat so eine gekürzte Fassung, was er später in Kosmos getan hat. Das ist eine Gesamtschau des Universums. Das beginnt mit Astronomie und geht durch Erdwissenschaften und dann durch Kunst, Wissenschaft, Beziehungen und dann Belletristik, Wissenschaft, Beziehungen und dann weitere, die letzten drei Bände sind mehr neuere Beobachtungen. Aber natürlich in Kosmos-Vorlesungen, er hat nur die ersten zwei Bände so zusammengefasst. Aber natürlich, diese zwei Bände bestanden damals nicht, aber der hatte sie ja im Kopf. Sie haben Kosmos nicht gelesen. Wissen Sie, wie das beginnt? Erster Absatz. Im späten Abend eines viel bewegten Lebens übergebe ich dem deutschen Publikum ein Werk, dessen Umrisse mir seit einem halben Jahrhundert vorgeschwebt hat. Das ist der erste Satz. Wow. Darf ich eine von diesen 1000 Fragen, die ich habe, selber stellen, nämlich nicht nur mit dem Zitat, was Sie jetzt zuletzt ausgesprochen haben, sondern insgesamt in der Vorlesung. Sie sprechen so ein hervorragendes Deutsch. Das hören wir hier öfter in Deutschland, wir Türken. Aber Sie als Weltbürger, woher kommt dieses Deutsch, auch akzentfreies Deutsch? Das würde mich interessieren. Von Elisabeth. Als Kind hatte ich eine Kinderfrau aus Hannover gehabt, aber ich spreche kein Niedersächsischer. Der Elisabeth wurde in die Türkei geholt und sie hatte mit ihr alle diese Grimmschen Märchen und andere kleine Kindergeschichten und auch Schallplatten. Und ich musste sie hören. Und ich konnte sie natürlich nicht lesen, die Bücher, aber die Elisabeth hat mich vorgelesen, da hat er schöne Bilder gehabt. Und ab und zu musste ich einige von diesen Märchen vor der Familie aufführen. Im Haus meines Großvaters war es ein großer Essraum und das war getrennt von einem anderen Raum mit Vorhängen. Elisabeth hat das als Theater benutzt. Und ich musste vor der Familie. Und Sie verstehen, nur mein Onkel und meine Mutter verstanden Deutsch. Die anderen Armen mussten dort sitzen und klatschen. Aber das war eine unglaublich wertvolle Schulung. Elisabeth hat mir beigebracht, zuerst Deutsch zu sprechen und dann vor einer Versammlung zu sprechen. Das war sehr wichtig. Also wenn ich das nach 49 Jahren Deutschland beurteilen darf, wenn Sie mir das erlauben, Sie sprechen nicht nur Deutsch, ich korrigiere mich, Sie denken auch sehr, sehr viel, weil das Publikum, also ich habe als Deutscher zugehört und Sie haben mich angesprochen. Und dafür danke, mein Dank. Ja, ich muss Ihnen sagen, ich fühle mich in Deutschland viel mehr zu Hause als in der Türkei in den letzten 20 Jahren, leider. Da gibt es sicherlich Gründe für. Ja. Aber ich habe mich hier immer gut gefühlt. Das ist gut. In Deutschland. Ja, der junge Mann. Weitere Fragen? Ah, Junge. Wie steht es mit den Damen? Um Gottes Willen. Ja, bitte. Also ich muss Ihnen sagen, ja, Andrea hat ein, sie hat einen Narrendienst geleistet für die ganze Welt, nicht nur für Deutschland. Also sie hat ja es auf Englisch geschrieben zuerst, nicht in The Invention of Nature. Und jetzt überall auf der Erde, es gibt eine neue Begeisterung für Humboldt. Und ich finde es sehr peinlich, Ihnen zu sagen, ich habe durch den türkischen Antiquariat während der letzten 40 Jahre festgestellt, dass auf Türkisch gab es kein einziges Buch über Humboldt.
Über Wilhelm gab es 13 davon, weil er Politiker war. Aber über Alexander nicht ein einziges. Aber Andreas' Buch wurde sofort übersetzt. Und das ist eine gute Übersetzung. Und Andrea hat das für mich unterschrieben auf Türkisch. Ich habe gesagt, du weißt nicht, was drinsteht. Das war ein sehr, sehr wichtiges Buch. Und sie hat ja ein anderes Buch gehabt, mit ein Bilderbuch, fast für Kinder. Das würde ich Ihnen alle empfehlen. Das ist auch ein gutes Buch. Ja, Andrea ist eine sehr, sehr intelligente Dame. Und ich habe ihr Eltern kennengelernt. Ich habe gesagt, ja, sie haben eine sehr gute Fabrik gehabt. Wir haben sie übrigens eingeladen. Tatsächlich? Sehr gut. Das ist eine gute Idee. Sie ist eine sehr gute Rednerin. Ein sehr, sehr intelligentes Mädchen. Mädchen? Nein. Eine erwachsene, große Frau. Nicht? Also, ja, eine Dame. Ach, wie schön. Es war schon gleich nach Humboldt verloren gegangen, mit einigen Ausnahmen für Eduard Süß. Aber der Süß war ja auch fast reiner Geologe. Er war ein sehr gebildeter Mensch, aber der hat nur über Geologie publiziert. Ein bisschen über die Wissenschaftsgeschichte der Geologie. Er hat natürlich Politik getrieben, er hat schönes, gutes Trinkwasser ihn nach Wien gebracht und die Donauregulierung hat er durchgeführt, aber der war Geologe. Diese Zerspaltung der Wissenschaft begann gleich nach dem Tod von Humboldt. Und das war unvermeidlich, weil das Wissen so enorm sich vergrößert hat. Das heißt aber nicht, dass man das Ganze nicht überschauen kann. Ich sage meinen Studenten, wenn ihr überhaupt eine gute Intelligenz haben, bitte seien Sie keine Spezialisten. Die Spezialisten sind die Diener der Generalisten. Wir brauchen immer noch diese Generalisten. Ganz im Sinne von Alexander von Humboldt. So, herzlichen Dank. Danke Ihnen. Danke. Wir haben es geschafft, pünktlich zum Schluss zu kommen. Dankeschön. Also bitte. Hochverehrter Herr Bürgermeister. Herzlichen Dank. Ja. Das ist eine gewaltige Ehre, aber wirklich, auch. Mein lieber Herr, davon konnte ich mir mal treiben. Ich bin ja mal vergessen, mein Vortrag. Haben die jungen Menschen vor. Ja, das sehe ich, aber mein lieber Gott, ich werde es nie vergessen. Ich werde davon noch träumen. Ja, danke. Ja.